Angst heißt, seine Tür abschließen zu müssen, nicht sicher zu sein, wer der Nachbar wirklich ist, besorgt sein, Furcht. Schön, dass Sie allen diese Frage stellen. Ich bin sicher, jeder hat eine andere Antwort. Angst ist für mich wohl etwas anderes. Ich bin um meine Familie besorgt. Meine Angst hat nichts mit meiner Arbeit zu tun, nicht mit den Häftlingen, mit denen ich zu tun habe. Meine Angst ist, meine Familie nicht wiederzusehen. Angst? Was Angst bedeutet? Verflixte Franzosen. Ich mache mir selten Gedanken darüber. Was bedeutet Angst für mich? Nicht viel, wie es scheint. Nicht viel. Canyon City ist das Amerika der Angst und auch das Amerika der Krise. Ein Zeichen dafür ist dieses Frauengefängnis, eben jenes, an dessen Toren man uns und den Sheriff abgewiesen hatte. Und das eine Woche vor unserer Ankunft geschlossen worden war. Aus finanziellen Gründen. Einsparungen in Höhe von 5 Millionen. Verlegung aller Insassen. Und hier Don und Donnell, zwei der fünf letzten Wärter des verlassenen Gefängnisses. Wie Spukgestalten, die letzten Gefangenen dieser Stätte. Donnell war es, die uns den Weg versperrt hatte. Eines Tages, sagt sie, wird das Gefängnis sicher wieder öffnen. In Fremont County überwiegt eine Farbe, Orange. Die Farbe des Geldes, die Farbe der Häftlinge. Die Farbe der Pracht vergangener Tage. Bei der jährlichen Parade ist Orange allgegenwärtig. Auf der Hauptstraße treffen wir all die wieder, mit denen wir bisher gesprochen haben. Sogar die Flams, die Rockband des Ortes, machen wie alle anderen bei der Parade mit. Und wie bei allen anderen darf auch bei ihnen das Orange nicht fehlen. Wie bei ihrem Namen, hinten am Anhänger. Aber das Orange gehört der Vergangenheit an, der verblichenen Erinnerung. Der Wohlstand ist hier nicht mehr, was er einmal war. Die Krise ist nicht wegzuleugnen. Ein Abgeordneter des Verwaltungsbezirks lächelt von seinem orange-blauen Wagen herab. Es ist Ed Norden, Republikaner. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Es ist wichtig zu wissen, dass in Zeiten der Rezession, die wir sie jetzt hierzulande haben, auch in Colorado, im Bezirk Fremont, in Zeiten der Rezession Gewerbe wie der Strafvollzug nicht von Entlassungen betroffen sind. Man lässt keine Häftlinge frei, nur weil eine Krise herrscht. Man könnte es den Canyon City-Stil nennen. Die Monowirtschaft der Haftanstalten, die auf Hochtouren läuft, wird als Bollwerk gegenüber dem Unheil angesehen, das am ganzen Land zehrt, der Wirtschaftskrise. We have seen positive economic impact
Wirtschaftlich wirkt es sich positiv aus, allein schon durch die Bautätigkeit. Wenn man tausende Dollar an Bauarbeiter zahlt, die 18 Monate oder sogar 2 Jahre in einer Gemeinde leben, die ein millionenschweres Gefängnis baut, wird man wohl kaum die Nase rümpfen. Denn die Arbeiter kaufen hier ein, gehen essen und kaufen Sprit, solange sie hier wohnen und Gefängnisse bauen. Credit card companies have been given billions and need to clean their books once and for all. And that's great news for you. We're Credit Answers, and we'd like to offer you free information that will show you how to settle your credit card debt with payment plans customized for you. It's yours free by calling 1-800-400-0705. Don't declare bankruptcy. Live better. Debt free. Aber auch dieses Bollwerk zerbröckelt. Die Krise scheint die Funktionsweise des Systems schlechthin befallen zu haben. Östlich von Canyon City wird ein Megagefängnis hochgezogen. Die staatliche Strafanstalt von Colorado Nummer 2. Konzipiert als das Nonplusultra in dieser Sparte, aber ein Fass ohne Boden. Ihre PR-Sprecherin Catherine Sanguinetti. Reizend, immer ein Lächeln auf den Lippen, immer tadellos. Trotz mangelnder Gelder für die Entlohnung des Personals und immer lauter werdender Kritik. Der Bau des Colorado State Penitentiary 2 kostet den Staat ca. 163 Millionen Dollar. Uns fehlen zurzeit die Mittel, um es in Betrieb zu nehmen. Wir wollten es im nächsten Steuerjahr eröffnen. Um 17 Millionen Dollar einzusparen, wurde beschlossen, es zu verschieben auf August 2010. Von Zeit zu Zeit streicht der Polier, der uns begleitet, fast zärtlich über die Wände und wiederholt: Das hier ist Stahlbeton, den lassen wir aus Denver kommen und fügen ihn dann hier zusammen, wie Legos. Doch am Ende des Flures zeigt sich, dass es kein lustiges Lego-Spiel ist. Nichts ist unmöglich in Prison Town, wird hier oft gesagt. Und das scheint in der Tat nicht ganz falsch zu sein.